Danke. Stromfeste Salbe. Sind das nicht alle Salben? Welche Salben sind denn nicht stromfest? Stromsalben. Was passiert denn mit anderen Salben, die nicht stromfest sind? Explodieren die, wenn der Strom rankommt? Ich glaube, die leiten dann. Ich stecke erstmal gleich ein bisschen Salbe in eine Steckdose, wenn ich nach Hause gehe. Ich würde direkt die Salbe ansetzen an die Steckdose und durchdrücken. Ja, ja. Ein bisschen ach so, da reinschieben. War da gerade meinst was? Du den, nee, ich sag, den Inhalt der Salbe sagen, in die ist Steckdose. Ist das nicht einfach nur, ob es leitet oder nicht leitet? Stromfest. Ist das so? Ich bin ehrlich gesagt diese Diskussion leid. Echt? Diese ständige Urteilung über Steckdosen kann ich nicht gut heißen. Finde ich nicht so elektrisierend, die. Hey! Und gut spät. Getimt. Danke. Das war auch mehr für mich. Für den Effekt. Jetzt. Ich sehe mich einfach. Oh, bin ich jetzt rechts oder links oder. Da. Oh, jetzt noch so ein bisschen warten. Auf der rechten Seite. Oh, 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 oh! Oh, oh. Alles gut, Tom. Ich hab doch mittlerweile. Nilly. Fick dich! Hast nur ein bisschen getroffen. Aber du hast ihm, glaube ich, viel Angst gemacht, als er genau auf dich zugefahren ist und du das gemacht hast. Hat er gesagt, oha. Der ist nicht zu Spaß mit. Das wurde Nilly hört. Wegen mir. Ich glaube, mein Pott gar nicht. Ach komm, den lasse ich jetzt leben. Aus Solidarität, weil ich so ein guter Mensch bin. Habe ich auch gemacht. Genau, weil du ein guter. Du ein guter Verlierer bist. Entscheidest dich. Ach, macht mich fertig, ey. Macht mich fertig mit seiner Existenz. So, wenn ich hier jetzt runterfalle, ne? Nun. Ich meine. Lauf nochmal. Da unten ist aber was. Sehe nicht was? Eine Kiste. Ach so. Machst du gerade? Gedrückt? Ja, du musst. Ach, ist eine Kiste! Ja. Also eine Kiste! Ach, du meinst eine Öffnung? Oh mein Gott, okay. Was ist das? Ja, okay, nee, man erkennt's nicht so wirklich. Lass dich ein, lass dich ein. Ich guck mal, warum macht ihr nichts? Ich hab doch gesagt Kiste, warum? Ja, ja, da hast du ja, hast ja recht. Verstehe ich, jetzt verstehe ich. Ja. Ah, hier kann man durch. Hey! Der Waldschmied. Warum ist hier ein Waldschmied? Ein Waldschmied. Ich bin Masamune, ich betreibe eine Schmiede. Ich glaube, der muss ein bisschen was Samuraiigeres haben, Tom. Ja, aber hallo. Nee, die reden ja alle so. Nee, das ihr stimmt. Scheint eure Waffen Pascal und Rüstung so. Gut zu behandeln. Wenn ihr erlaubt, werde ich eure Rüstung verbessern. Und die Forest-Leute reden auch anders als andere Leute. Mm. Und wenn ich jetzt aus dem japanischen Akzent gemacht hätte, wäre mir gleich wieder Racism entgegengeworfen. Naja, du sollst jetzt ja nicht full on. Genau so wäre es gelaufen. Ich werfe dir überhaupt nichts entgegen, außer nee, Liebe nicht. Und Zuneigung. Ich würde das ja auch nicht machen, weil ich kann es ja nicht. Aber darf ich kurz ablegen? Ich habe mir gerade Mate in den Schritt gekippt. Wirklich? Ja. Warte, ich mach's weg. Nee, warte. Warte, ich mach's weg. Brauchst du? Brauchst du? Ich habe schon wieder Mate in meinen Schritt gekippt. Oh, Robin, guck mal. So, soll ich dir etwas holen? Nein, so viel war es leider nicht. Ein bisschen das wegzurubbeln, nicht? Jetzt ist eingezogen. Kannst du gucken, ob du Waffen bei dem kaufen kannst? Ich wollte erstmal gucken, was. Oh ja, upgraden ist immer gut. Was benutzen wir denn eigentlich gerade? Das, die Tugendvertrag? Du benutzt gerade irgendeinen Speer. Was? Du benutzt gerade irgendeinen Speer. Ja, die Tugendwürde. Die kann ich aber nicht auf. Da brauchst du noch Tierfell für. Da musst du ein paar mehr. Ja, wenn ich das mache, werde ich ja wieder als Sadist bezeichnet. Davon hatte ich tatsächlich zum Schluss keine, weil ich die nie umgebracht habe und dachte mir dann so, natürlich. Das glaube ich sofort. Man muss. Ja, man muss. Man muss. Sollte man eigentlich alle upgraden? Eigentlich ist ja nicht doof. Ich meine, guck mal, du brauchst die für nichts anderes, die Crafting, diesen explizit. Bestienlord. Krummer Draht, 3 von 3. Dieses Schwert würde ich gerne abgegradet sehen, wo 3 krumme Drähte mit verwurstelt sind. Und danach tut es mehr vielleicht weh. Vielleicht wurden die ja eingeschmolzen. Krummer Draht, my lord. Krummer Draht. Also ich brauche Metall. Aber nicht irgendein Metall, sondern krummer Drahtmetall. Falls ihr das wertschätzen könnt, schreibt in die Kommentare. Entschuldigung, was hast du gesagt? Ach, nichts. Okay, habe ich mir fast gedacht. Das war sehr lustig. Ja, bestimmt. Also die Kommentare werden ausrasten. Ja. Kursiv Unkel, das macht 300 mehr Schaden dadurch. Alter. Danach macht es 1000 mehr Schaden. Fast. Axt für die Götter. Hey. Maschinenschwert. Ach so. Das ist im Grunde der Maschinenhändler in dem Maschinendorf meinte, dass er, ich weiß nicht, ob das sein Chef war oder ob der von ihm gehört hat, aber der hat von einem alten Schmied gehört und das ist quasi der hier. Aber er verkauft quasi das gleiche. Ne? Genau die gleiche. Ich wollte gerade sagen, das, ne? Ja, dann okay. So, warte mal, wenn wir nämlich gerade. Du hast noch viele Sachen zu verkaufen auch. Da werde ich doch ganz sentimental. Sentimental. Das Weißschwert, das ihr bei euch führt, wurde auch vor langer Zeit von meinem Meister geschärft. Mein Meister hat zu seinen Lebzeiten 8 schwarze und weiße Waffen gesammelt und verfeinert.
Jedoch wurde um ihretwillen sehr viel Blut vergossen, weshalb mein Meister sie an verschiedenen Orten versiegelte. Oh, das sind Leerzeichen. Oh, oh nein. Ihr scheint zum rechten Umgang mit ihnen fähig zu sein. Kleine Siegelschreine wurden an jenen Orten errichtet. Wenn ihr sie wollt, solltet ihr sie suchen. Okay. Sachen verkaufen sollten wir. Ja, du hast zum Beispiel diese mehrere Maschinen-Cores in deinem Inventar. Ja, ach so, genau. Das waren so ganz Sachen ganz unten. Ich habe einen bestimmten Punkt, steht da einfach, kann verkauft werden. Ja, da bist du schon einiges vorbei. Ja, jetzt bist du weiter hoch. Da überall, wo kann Geld. Ölsardine auch nein, zum Beispiel. Nein, zu weit. Maschinenkern. Nee. Nope. Nur wo kann verkauft werden beisteht. Nee. Genutzt wird. Ja, ich weiß, ja. Ist ja gut. Ja? Nee. Ja. Ja? Ja. Ja. Nee. Ah. Ja, verkauf den Betriebssystemchef. Das ist aber auch gefährlich. Ich brauche gerade 28 Gold. Warum denn nicht? Nee, geht. Entschuldigung. Cool, haben wir ja richtig. Nee. Ja, das gibt ordentlich. Das splittert der Ohrring, kann verkauft werden. Könntest du dir alle drei. Schau mal weiter oben, ob da noch was ist. Manchmal ist es nicht so ganz sortiert. Nicht? Glaub ich schon. Hatte das, okay, ich hatte den Eindruck bei mir, aber vielleicht habe ich die Räufer selbst vertan. Das ist ganz unnötig. Okay. Jetzt könntest du hier theoretisch alle drei Maschinenwaffen kaufen. Aber was habe ich denn davon? Sind die gut? Alle drei Maschinenwaffen. Ah, ja, okay, das ist ein Argument. Warum sagst du das nicht gleich? Warum musst du immer so kryptisch reden, Tom? Nein, ich würde erstmal, können wir die auch gleich upgraden? Ja. Genau, du könntest jetzt ja dann nochmal fix gucken, ob du noch irgendwelche Waffen, ob du die Waffen einmal austauschen möchtest, die du benutzt. Ja, genau, das wollte ich nämlich gleich machen. Yes. Nein, schon der Abwechslung halber? Der Auswechslung halber. Wobei du mit dem Speer echt gut umgehst, das klappt schon ganz gut. Eine Waffe, Spiegel der Herzen. So, Waffen. Was haben wir denn hier? Waffen? Ach nee, Waffen. 23% aller Waffen. 2240. Ich weiß, Speer mag ich. Dann kannst du ja wieder zwei Sets machen, theoretisch, ne? Oh, haben wir zwei Speersets? Ist doof. Also nee, hier, ja, klar. Hier bleibe ich, glaube ich, dabei. Jetzt auch nicht. Und dann hatten wir ja noch eine schwere Waffe. Und das ist aber gar nicht verkehrt, da was Schweres zu haben. Das ist aber eine gigantische Axt. Natürlich auch nicht schlecht. 868, Alter. Die macht ganz schön Aua, ne? Ein bisschen aber dort ja inzwischen auch. Aber denk dran, immer die Combo zu gucken. Der hat 2 bei S. Also macht 2 Schläge, der macht 3. Aha. Und du kannst dir übrigens auch, wenn du in die Details gehst, von den Waffen angucken, was diese Spezialeffekte sind. Mhm. So Ausdauer, Ausdauer plus. Was genau das heißt. Was genau das macht, steht dann da. Muss einmal drauf drücken und dann auf Details gehen. Geht das hier? Ist das auch Details, genau. Da. Erhöht Spielerverteidigung. Spielerverteidigung, okay. Bestienlord ist doch schon mal auch gar nicht schlecht. Klingt gut. Kritisch plus ist ja, ne? Ich werde hier mal den Zwillingszahn ausrüsten, weil der haut dann gut rein. Und im zweiten Waffenset, da gehen wir dann mit der leichten Waffe. Was haben wir denn hier noch? Da würde ich den Tugend, weil du das auf Stufe 3 schon hast, ne? Jo. Und du greifst und du wirst aber schneller, wenn du das ausbrüstet hast. Ja, auch nicht schlecht. Und hier hätten wir dann den Speer. Das ist natürlich aber auch eine schöne Idee eigentlich. Speerst du mit dem Großschwert auch, ne? Hast du dann in beiden Sets? Ja, da habe ich aber den Speer als Primärwaffe. Ich probiere es mal hier. Vielleicht ist es vielleicht ein ganz gutes Speer. Hattest du das andere Speer nicht schon weiter geupgradet? Nee, die machen fast gleich viel Schaden. Okay. Gerade. Ah ja, komm. Okay. Das war sehr episch. Kannst darüber springen. Und dann? Dann kannst du wieder hoch. Oder du kannst die Kiste langsam so nach rechts schieben. Das so oder so. Ein bisschen doof. Ach, da geht's. Also ich hab das immer mit der Kiste. Da kannst du auch überspringen. Und dann? Kommst du am Ende wieder da aus. Aber geht's da nicht weiter da oben? Ach so, weil sonst wäre ich runtergefallen. Mhm. Ah. Ah, nee, da ist ein Treasure Chest. Sowas. Ja, oder so. Okay. Was, das wird mir bestimmt noch. Noch nicht. Oh, ich war so ärgerlich. Also, wenn ich dann denke, hier kriege ich doch nie wieder hin. Und diesen Mördersprung schaffe ich sowieso nicht nochmal. Ja, du springst immer ein bisschen zu spät, ne? Weil du läufst immer vor die Wand, vor die unsichtbare Wand und dann hältst du an. Also, ja, aber ist ja nicht wirklich zu spät, weil er kommt ja immer rüber. Ja. Genau, ich sag, du verlierst halt immer ein bisschen Schwung, sodass es manchmal ein bisschen knapp werden könnte. Weil du halt weiter springst, wenn du aus dem Sprint heraus. Ach so, ja. Ja, das ist besonders schön, weil das Highlight an dem Spiel ist, dass diese Kiste immer zurückgesetzt wird jedes Mal. Ja, ja, ja. Und zu diesem Schmied geht man des Öfteren mal, weil der Dinge machen kann, die nur dieses Schmied kann. Das heißt, im Ende des Spiels verbringst du ungefähr 50% deiner Spielzeit genau damit. Und man kann das richtig optimieren. Man weiß irgendwann genau, bis wo man die Kiste schieben und ziehen muss.
bis man nach oben springen kann. Zum Beispiel nicht annähernd so weit nach rechts. Ja, aber wie gesagt, oh, das ist ein Lernprozess. Oh, das ist eine Herausforderung. Guck mal hier. der kann ja ruhig daneben stehen. Du musst dich ja drücken für das eine und halten für das andere. Kannst du dich echt nicht dahin drehen? Ach, ich muss cool. Ach, komm schon. Ja, aber wieso denn nicht? Nee, aber drin. Guck mal, hier kann ich nicht nach vorne und hinten. Hier bin okay, ich auf einer Ebene. Okay. Dann komme ich hier raus und dann muss ich, um da nach hinten zu gehen, plötzlich nach hinten drücken. Stimmt dir zu. Danke. Speicher. Eine Mail gekriegt? Nee. Schade eigentlich. Dann kannst du gucken. Ich werde das letzte Mal Mail. Ich weiß nicht, ob wir die nachgeguckt haben. Doch, doch. Ich erinnere mich an die E-Mail-Session. Hier kann ich auch nicht mehr. Ich kann nur an dem Ding tatsächlich nach vorne und hinten. Das ist das Ding. Ich meine, wir haben das letzte Mal alle gelesen. Ja. Okay. Wow! Brutal gerade. Ja, ich. Ich immer dieses Geräusch. Sag kurz, der ist voll Anlauf, nimmt er einfach so voll in die rein zu sprinten. Voll gut. Sonic, drüber, Sonic weg. The Hedgehog. Jo, ich wollte eigentlich mal die Waffen wechseln und mal gucken. Jetzt hast du den, das schnelle Schwert mit dem Speer. Ja, immer rein ins Getümmel, dann auf die Fresse wieder rausgehauen und dann so comicartig wieder hineinzuspringen. Dein L1-Buch ist ja gerade ziemlich praktisch. Also bei diesen Passagen merkt man halt, dass die das Kampfsystem halt ums Mashen auch so ein bisschen drumherum gebaut haben, weil wenn du halt ein Bayonetta-Ding hättest, wo jeder Treffer kacke ist und jedes Mal, wenn du getroffen wirst, Könntest du halt nicht einfach, wir bauen jetzt eine Säule vor die Kamera. Ach ja, ich kann sie teleportieren, die Waffe. Zick. Is this their king? Toopy, that's an android, a Yorha-type android. Alert, this unit is currently wanted by Yorha. Annihilation recommended. Annihilation? But why? Let's go, 9S. Toopy! Bunker to 2B and 9S. We've picked up a signal from the black box of a fugitive known as A2. What you see in front of you is your enemy. But she's... She deserted us. She's destroyed multiple pursuit androids. Now kill her before she kills you. Komm schon, du gehst vor. Dude, I'm very scared of her. She looks very scary. Oh no. Mann! Alter! Sehr gut. Das ist so gut angeschlichen, ohne dass ja. Es gesehen hat. Okay, verstehe. Die Sonic. Better go. Slow. Ein guter Move. Dieser Speer nach unten ist total toll. Was war? Ach so, ich drücke die ganze Zeit gar nicht erholen, sondern ich wechsle die ganze Zeit mein Foot. Cool.
Erholen ist unten, Portwechseln ist links rechts, Portwechseln ist oben. Den, da kann ich mit R2 übrigens nicht ausweichen. Bist du sicher? Ja. Ja, weil das rot läuft. Also da muss ich drüber springen. Ja. Ich kann nie versuchen mit R2, das weiß ich gar nicht. Nice, nice. Was? Was? Hab ich da gerade rausgeholt aus dem Ding? Jo. Ah, ja. Hat die eigentlich. Kann man diese Waffe auch selbst haben, die sie benutzt? Ich glaube schon. Ich weiß gerade, ob ich die kenne. Naja, du wirst ja nicht jede Waffe benutzt haben, die man bekommt im Spiel. Ja, doch, zu irgendeinem Zeitpunkt schon. Doch, doch, die Waffe kriegt man. Okay. 100 Pro. Die sieht halt wirklich aus wie so. Das Schwert von Guts in Berserk, einfach so. Ja, hier Metall. Naja, es gibt einfach so ein Großschwert. Why? Why did you betray us? Command is the one that betrayed you. Platsch. Let's go after her, 2B. Ja, gutes Gespräch mit dem König. Ja, schön, dass wir hier waren. Der war aber schon tot. Warum? Achso, das war das Hauptding. Nee, der war noch nicht tot. Der hat sich bewegt. Doch, doch, ich hab schon ganz genau gesehen, dass der tot war. Der war tot. Das. She's gone. Operator, this is 9S. Patch me through to the commander. Roger that, 9S. I'm sorry, commander. We failed to defeat the fugitive. I see. Well, at least you're both safe. That's an incredibly powerful unit you just faced. You should probably keep your distance in the future. Commander, why did A2 desert the Force? I'm afraid that's classified. Oh? Huh. 2B? Yeah? Let's go ask Pascal about A2. He might know something. All right. Pascal? This is 9S. Oh, you survived. How wonderful. Yeah, we're fine. But there's something we want to ask you about. Of course. Anything. Actually, it needs to be in person. Understood. I'll open the gate we built to deter enemy invaders. You'll be able to reach the village through there. All right, fellow. Nice thinking. Oder wolltest du einfach ein bisschen mordlos einfach? Nee, fellow. Also, jetzt wo du sagst. Verdammt, da war nur cool. Rotwildfleisch. Schade. Das heißt, wir wollen jetzt eigentlich ins Dorf? Nee, du rennst den Weg nochmal zurück, er hat gerade gesagt, also speichern soll ich trotzdem. Ja, ja. Aber der hat gesagt, dass die dir ein Tor aufgemacht haben. Ach ja, wo gesagt, schon ein Düstersplan. Weil dieser Ort, wo du gerade bist, ist eigentlich direkt neben dem Dorf. Ja. Die hat nur das Tor verschlossen, weil die halt nicht so nett waren. Richtig. Aber jetzt hast du sie alle umgebracht, jetzt können sie gar nicht mehr nicht nett sein. Eben. Das also haben wir wieder mal verstanden, wie es funktioniert. Da lag doch was. Sind wir jetzt eigentlich die Forest Queen? Ja, ein bisschen. Nee, wir haben leider den König nicht umgebracht. Stimmt, ja. Kann man leider nicht die Forest Queen? Das ist ein Wildschwein. We have been expecting you. Pascal told us about you. We will open the gate. Waving the flag is fun. Ja, so ein System gemacht haben. Also das System ist vielleicht ein bisschen zu großes Wort. Naja. Für Maschinen finde ich schon. Besser erklärt als in Dark Souls. Nee. In Dark Souls ist das ein riesiger Gigant, der oben an der Kette zieht. Wo du dann sogar später siehst, wie die Kette da rumliegt, bei Sans Fortress. Echt? Auch sehr gut erzählt. Ja, hab ich nie gesehen. Yep. Aber ich kenne nur diese ganzen anderen Tore. Ich möchte nicht verneinen, dass es bestimmt das eine oder andere, die nicht eine nicht erklärte Toröffnung gibt in Dark Souls. Das ist mein großer Kritikpunkt. Da, ja. Bestimmt in Dark Souls 2! In Dark Souls gibt es eine Toranimation, Toröffnen-Animation, die sie einfach so mochten. Mhm.
Das für ganz alle. Viele Tore dafür gemacht haben. Völlig zu Recht. Und auch in Bloodborne und in jedem anderen Spiel soll es auch benutzt werden. Ich habe sehr viel Lärm vernommen und kam her, um nach dem Wald zu sehen. Er ist noch da. Solange sich die Tiere im Wald nicht erschreckt haben, ist das okay. Apropos Tiere. Oh, sehr nett. Ich habe ja ein bisschen Rotwildfleisch. Möchten Sie was? Ah, eine Käste. Eine sogenannte Käste. Käste. Das ist keine Kiste, aber fast. Das war doch hier. Ist der so einen Anzug an, hatte so gut. Sagt er was Neues? Willkommen in unserem Dorf. No. Kann man hier eigentlich, hier kommt man noch einkaufen irgendwo, ne? Ja, yep, wenn du erstmal zu Pascal rennst, dann kannst du danach runter. Pascal. Wir sollten vielleicht heute einmal die Quest mit Jean-Paul zu Ende machen. Weißt du, warte mal, wenn wir jetzt mit ihm sprechen, könnte es sein, dass die verloren geht? Können wir so einen Punkt kommen? Boah, ja, das kann ich gerade gar nicht sagen. Also wir haben jetzt schon so viel da gemacht, wir sollten die vielleicht zuerst zu Ende machen. Wir müssen ja nur einmal zum Amusementpark uns porten und einmal in die Wüste porten und mit jeweils der Frau sprechen. Ja, und mit der hier im Dorf auch noch? Haben wir schon gemacht. Haben wir schon. Dann sind nur, dass wir uns nochmal sicher gehen, weißt du? Ja. Weil manche Quests werden halt, gehen halt verloren an bestimmten Punkten im Spiel. Dann machen wir's. Und man hat, sag ich mal, später noch die Chance, sie mal zu machen, aber dann ist halt der Fortschritt weg. Deswegen, weißt du? Ich glaube auch, sie würde jetzt nicht verloren gehen, aber sicher bin ich auch nicht. Ich glaube auch nicht. Holy shit, das wäre... Das ist mal vorsichtig. Ja, man will sich da keine Gedanken drum machen müssen. Mhm. Gedanken ist nicht mein Freund. Was ist Gedanke? Du meinst, Gedanken sind nicht dein Freund. Heilung. Deswegen mag ich dich so, Tom. Findest immer was zum Verbessern. Ist doch ein sympathischer, immer daran, sympathischer Charakter. Immer daran, oder? Dass man nicht perfekt ist. So, Entschuldigung, ihr habt gerade über etwas geredet. Die Jean-Paul-Quest gerne machen. Wir müssen noch der Frau in der Wüstenregion bei Wohnanlage. Und Wüstenregion, danach, ach, die Wohnanlage. Fotos. Wohnanlage, der Jean-Paul, der Philosoph, der die Geschenke von den Frauen bekommt. Ach, das war. Und da sollten wir nochmal zu denen zurück und denen sagen, dass es ihm egal war. Ich wüsste überhaupt nicht mehr, wo die gewesen sind. Aber gut. Aber du kennst hier noch an Jean-Paul. Ja, ja. Der mit dem Zylinder, dem Philosophen. Ja, Mats weiß das, er trollt dich gerade nur. Ich weiß. Aber manchmal ist er, Mats, also, manchmal ist, das ist das gleiche Problem wie bei mir. Mats, manchmal ist Mats halt echt doof. Wie halt ich auch. Deswegen ist das immer so schwierig, den Troll zu sehen. Ja, vielleicht ist denn der Troll ein Schutzmechanismus? Ja, erneut, wie bei mir. Ich finde, wir sind uns da sehr ähnlich, Mats. Du kannst reden, wie viel du möchtest. Da werde ich nichts. Ist mein YouTube-Kanal, wenn ich hier wohne. Werde ich nichts gegen sagen. War die Frau hier hinten da? Mhm. Oh, wie. Nein, er ist gleich rumslidet. Und das wirst du auch gleich wieder, wenn du dich erinnerst. Oh, okay. Eigentlich wollte ich nur das sehen. Das ist so ein. Ja. Yeah. Du dort, lieber Junge, bitte sag, was Meister Jean-Paul von meinem Geschenk hält. dann muss es vielleicht doch erlösen, gleich die Frau. Er hat es ein nutzloses Stück Schrott genannt. Wie grausam, ich finde kaum Worte dafür. Wenn ich an diesen blinden Sadismus denke, dann werde ich ganz... Oh. Du scheinst mit Meister Jean-Paul gut auszukommen. Pass nur auf, dass du mir nicht wegschnappst. Lass mal kurz hören, wenn du gleich wegläufst von der. Ich dachte, jetzt kommt ein... Jetzt labern sie nochmal. Machen sie anscheinend nicht. Okay, das war die. Genau, und im Vergnügungspark gab's auch noch eine. Oh. Ach, schade. Ja. Obwohl, es sah auch toll aus. Es sah aus, als wäre eine Ehrenrunde gedreht. Ja. Warum nicht? Sliden sollte man oft. Da hätten sie noch richtige Kampfmanöver mitmachen müssen mit dem Sliden, dass du das irgendwie mit einbaust. Das wäre... Vielleicht irgendwie ein Schild oder so, auf dem man auch sliden könnte. Oder oh, das ist schon sehr gut in Zelda, dass du auf dem Schild sliden kannst. Das ist wirklich sehr gut. Aber die Aktion leider so ein tatsächlich so oft. Es gibt einen großen Kritikpunkt, den ich daran habe, weil deswegen mache ich es nie, weil das Schild davon kaputt geht. Ja, aber ja, wenn du später Schilder hast, die gehen nicht mehr. Ich hatte auch so viele ab einem bestimmten Punkt. Das ist. Und habe auch deswegen immer Schilder mit aufgesammelt, weil ich mir so dachte, das ist ein Surfschild. Das ist ein Surfschild. Wird eigentlich das Inventar größer in Zelda? Ja, kannst du es aufstocken und zwar auch, wie du möchtest. Das ist sehr gut. Dafür, na, ist egal. Dafür stehst du mit deinem Namen. Dafür stehst du mit deinem Namen. Sagen in welcher Werbung war das? Dafür stehe ich Klaus, mit Mann. Was? Was? Babynahrung. Was? Ach so, ja, stimmt. Ach so, genau, der dann vor so, neben so einem Baum immer stand. Wie hieß denn diese Marke? Ich selbst ernähre mich nur mit meiner Babynahrung. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Bebe. Und da ist da gleich noch eine andere Quest, die wir machen könnten. Ein großer Kreis, ich weiß nicht mehr. Genau, Moment, da muss ich. Oh ja, die Quest hier müssen wir unbedingt noch machen. Hinter dir. Ja, aber hier komme ich ja nicht hin. Doch, da kannst du ja durchlaufen. Achso. Tore. Oh. There she is. Hat ihr Meister John Paul mein Geschenk überbracht? Ich muss wissen, was er gesagt hat. Nun, er sagte, es wäre eine läppische Belanglosigkeit. Was für eine Erkenntnis. Er bringt die Dinge auf den Punkt wie kein anderer. Ich werde dir den Rest meiner Tage folgen, Meister John Paul. Voll gut. Das ist eine lange Zeit. Or is it? John Paul Melancholie aktualisiert. This is exhausting. He doesn't care at all about anyone but himself. And yet his followers just keep talking about how great he is. What's the point of all this? And what's he even getting out of it? Maybe you should ask him. Bevor wir zu dem Punkt gehen, nochmal ganz kurz umkehren, weil ich glaube, am Anfang des Attraktionsdings hier kriegst du auch noch eine Quest. Ist die Reihenfolge nicht egal? Ja, weil wir dann eh nochmal in die andere Richtung müssen. Oh, ist das die Quest, Tom? Ja, genau. Okay, die müssen wir machen. Die müssen wir machen. Wir haben schon vieles gemacht, was wichtig war. Das ist womöglich das Wichtigste in diesem Let's Play. Ich möchte nicht so viel versprechen, aber wenn wir das nicht machen würden, wäre das komplett nutz- und sinnlos. Ey! Nein, ist schon gut. Voll unprovoziert. Ich habe mich provoziert. Wer der Boss hier ist. Leider ist halt Kampf getriggert. Überhaupt nicht. Hallo und willkommen im Vergnügungspark. Hier ist deine Stempelkarte. Wenn du alle Stempel sammelst, bekommst du einen Gratispreis. Oh no. Wie oh no? Ein Gratispreis, Mats. Gratispreis. Oh, Stempel sammeln. Die Stempel findest du im Vergnügungspark. Am besten, du suchst alles ab. Deine Freude hört sich halt irgendwie... Unter uns, die Preise sollen nicht nur gratis sein, sondern auch Deluxe. Da hat er gesagt, die Preise sind nicht so gut. Das wär's gewesen. Dann mal los, viel Glück und noch viel Spaß. Alles sehr gut. Und noch mehr Spaß. Dann können wir die beiden Sachen nicht mehr machen. Genau. Muss ich jetzt. Liegen die halt rum oder muss ich mit Leuten reden? Ich muss mit Leuten reden. Auf der Karte immer die, mit denen du reden kannst, sind nicht schwarz, sondern nur so weiß. Was? Ja, die hast du gerade angegriffen, deswegen. Ah, ist doch keine Entschuldigung. Achso, mit dem habe ich. Ist doch voll gut, ich töte einfach alle. Und dann weiß ich, und die dass Questgeber. Es einer von denen sein muss. Ja, du musst halt die Leute jetzt killen. Ach, Mats. Ja. Kriegstreiber. Ich finde das schon gut so. Weil, guck mal, du hast nämlich die noch gar nicht gehört, deswegen hast du deren Einheitendaten noch gar nicht in der Ringfeld. Tom, ja, das ist alles strategisch. Yep. Aber den Panzer. Später auch noch so gekriegt. Der Panzer. Oh, die hätte ich jetzt auch immer noch um. Ja, guck mal. Das stimmt. Ich glaube, der dachte ich auch das ganze Zeit, wenn der da rum. Der Panzer? Ja. Ich lebe immer noch. Ich habe so getan, als ob ich nett wäre, aber eigentlich bin ich ein Arschloch. Ha ha ha. Reingefallen. Was schon die Leute jetzt fehlen. I don't approve. Die auch? Stamp discovered. It is advisable. Ach so, das sagt man Item. Ah. Proposal. Kill it! Print the stamp upon the card. You mean stamp it? Musst du die doch gar nicht mehr umbringen. Kill it! Stimmt. Jetzt ist es reiner Sadismus. Es gibt die Erfahrungspunkte und Gold. Das ist genau richtig. Auch die. Gut. Da kam. Aber ein bisschen zuerst geradeaus, genau. Ja, es ist zwar eine Sammelquest, aber wie gesagt. Belohnung ist Deluxe. Wirklich. Sie könnte. Wie er gesagt hat. Könnte nicht deluxiger sein. Hallo? Oh, wütende Maschine. Zurück, Arschloch! Wir Maschinen leben! Verstanden? Du solltest sterben! Ihr alle solltet sterben! Und dieser verdammte Stempel gleich mit! Das war beides. Man muss reden und manchmal liegt sie auf Boden. Ja. War halt eine wütende Stempelmaschine. Das ist halt auch gut beschrieben. Manchmal sterben und der Stempel gleich mit. Hier manchmal, hast du den Stempel. Nee, ich meine deine Beschreibung gerade. Also manchmal muss man mit Leuten reden, manchmal liegen sie auch einfach nur rum. Ja. Das stimmt, klingt stimmt, ungefähr ja. So wie, ja, wir brauchen hier eine Quest. Ja, manchmal muss man mit Leuten reden und manchmal liegen sie halt einfach auch nur rum. Ich glaube, die sind nur... Werft die Waffen weg und empfangt die Liebe. Ja. Ach, welch Spaß. Ach, welch ein Spaß. Ich glaube, die haben nur Spaß. Ich glaube, es sind keine Stempelmaschinen. Lass uns gemeinsam glücklich sein. Gemeinsam hier einen Stempel. Da könnte möglicherweise der Stempel liegen. Da liegt was? Nope.
Kupfererz. Da ist noch was. In diesem umgekippten Popcornwagen. Nope. Edle Ohrringe. Achso, das ist die andere Quest. Laufen wir mal weiter. Achso. Da rechts. Sind das hier nicht zwei rote Kreise? Lauf mal, ja, genau. Lauf mal da rechts weiter. Nach rechts? Ja, den Weg. This place looks familiar. Oh, right. It's from that one. Ah, so, ah. I'll be sure to get her the coordinates. Ich glaube, das war der Kreis vielleicht. Sah aus, als wären zwei. Nee, da muss noch was. Ja. Ja, der eine steht doch hier noch. Ja, aber ich meine, da hinten, wo wir gerade waren, ist auch noch ein roter Kreis. Da will ich 10 Stempel brauchen. Das ist ja weiter hinten. Der ist da zwei Stimmen. Die Welt ist komisch. Einen Stempel. Na klar, ich stemple alles, was gewünscht wird. Klingt automatisch mechanisch, wenn zwei Stimmen lang sind. Ja, Arbeit. Aber ich habe mir noch nicht rausgefunden, wo da das Ding ist. Ach so, doch, da hinten. Links. Links? Nein, genau. Hier, ach, das ist ja noch eine andere Quest, dieser rote Kreis? Nein, no, bisschen links. Rechts. Da. Das ist nämlich die aufgedrehte Maschine. Juhu! Stempel! Ein Stempel kommt sofort. Oh, ich liebe Stempel. Und es kann losgehen. Er freut sich. Guck mal, wie er sich freut, Mats. Ja, es ist Stempel. Ekstatisch. Ist schon stempelfreudiger Typ. Ja, stempelt halt gern. Was willst du machen? Ich sag halt nichts. Vorurteil, dass du hier darfst so viel stempeln, wie er möchte. So, bin ich nämlich auch für. Hast du einen Stempel? Nee. Achso, ich erinnere mich an den hier. Das ist ein Shop? Da oben steht ein neuer. Oh. Schniff, wie traurig. Du willst bestimmt einen blöden Stempel, oder? Na gut, ich stemple sie mit meinen Tränen. Cool. Da müsste irgendwie nasser Stempel oder so stehen. Ja, lappiger Stempel. Runter. Da war nur eine Truhe, die du schon hast. Achso, hier kann ich ja nicht unterschreiben. Nee. Vergaßen. Darf ich rein? Da. Yes. Da müsste links einer stehen. Ach, der hier. Da ist nur die Maschine, die Pause hat. Achso, ja, richtig. Viel Pause, hat sehr viel Pause. Also, primär. Und Stempel gefällig. Ja, bitteschön. Hehehe. Sammle 1300 Stempel. Nee, nur 10. Könnte eigentlich gar nicht weniger sein. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, wie das weniger sein könnte. Das stimmt. Also 9 an der Zahl. 9, das ist nicht viel, finde ich. Das stimmt. Man könnte. Lass mich raten, der liegt doch irgendwo da oben drauf. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß gerade auch nicht mehr. Aber du könntest mal kurz, bevor du da wieder hochspringst, genau, lauf mal, guck mal nach links. Da war ja eine Kiste oben. Da ist er. Genau, da kannst du von da drauf springen. So, der kann den Stempel hier nehmen. Sehr gut, springe da drauf. Da kommst du jetzt da zur Kiste. Hier habe ich nie gesehen. Nope, ab, ups. Fähigkeitensalbe, Fähigkeitsalbe. Meinst du, ist die Strom zuführend? Positiv oder nicht? Leitend. Stromleitend. Strom zuführen positiv ist halt das gleiche, Mats. Strom führen positiv? Strom zuführen positiv. Da kannst du auch sagen, nee, Strom führend ja. Du musst da hoch und dann weiterlaufen. Strom zuführen positiv, so nennt man das halt im Strombusiness. Ich bin ja nicht im Strombusiness. Ja, das ist genau. Bist du im Strombusiness? Ich habe mal Strom gearbeitet. Wie viel Strom hast du verkauft? Nee, ich habe es nur geleitet. Du warst Leiter. Ich stand zwischen zwei Häusern und hatte dann halt zwei Steckdosen in der Hand. Und dann habe ich den Strom da von einem Haus ins andere geleitet. Kannst du uns das mal zeigen? Wenn du mir das bezahlst, weil das mache ich ja nicht umsonst. Du kriegst, nachdem du fertig bist mit dem Job, kriegst du... Also ich habe normalerweise geguckt, dass ich so 10 Euro pro Strom nehme. Wie viel Strom hast du da so verkauft am Tag? Oh, das ist so 70 am Tag. Was also 70 Strom, wenn es ein guter Tag war. Kann es sein, dass du Strom mit irgendetwas anderem verwechselst? Ich glaube nicht. Es hat ab und zu ein bisschen wehgetan, aber ansonsten... Also wie Strom. Verstehe. Ja. Ich erinnere mich an diesen Panzer. So, jetzt deine Chance, Mats. Diesen passiv-aggressiven Panzer zu erledigen. Womöglich gibt es viel Geld dafür. Wer ist hier der Kriegstreiber? Ich fahre keinen verdammten Panzer. Womöglich gibt es so. Aber der braucht bestimmt einen Panzer. Stempel. Da kann ich mit dem reden. Nope. Aber doch, versuch mal mit. Ich glaube, da mach mal Viereck. Viereck? Mhm, das ist Angriff. Du bekommst da wirklich. Das ist wirklich. Also, es würde sich lohnen. Jetzt vielleicht nicht moralisch, aber dann doch zumindest wirtschaftlich. Verspreche ich dir. Tom reibt so bedächtig sein Kinn. Missbilligend. Ja!
Nicht bedächtig, missbilligend. Und er hat gar keine Chance, weil er Level 10 ist. Kill him! Kill him! Kill him better! War gar keine Chance. Der ist ein Übungsparkpanzer. Er hat so hart keine Chance. Passiert doch gleich was. Wäre so gut, wenn er sich jetzt one-hitted hätte. Ja. Nicht unverdient. So unverdient ist ein Panzer. Ein Vergnügungspanzer. Ja, und? Yes! Der lustige Ballons geschossen hat. Die Vergnügungsatomrakete ist trotzdem eine Vergnügungsatomrakete. Analysis. It is a core fragment from the machine life form. It is similar in structure to a plant cell. A plant cell? Weil das sind diese Maschinenkerne, die 10.000 pro wert sind. Na, endlich. Aber ich dachte, das wäre hier der rote Dings gewesen. Nee, der ist da oben. Ach, nee. Ich mochte den Panzer sehr. Ich hab's nur gemacht, weil ich dachte, Nee, für ökonomische Vorteile hast du. Mann, es ist Kapitalismus. Hey, das stell dich nicht so an. Wir sind hier nicht in Korea.